Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Team of the Season Prediction der Barclays Premier League. Ja, wir sind da mit der zweiten Episode, das heißt, wir sind im Mittelfeld angelangt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eventuell das schwerst zu predictende bisher, denn es gibt einfach so viele gute Mittelfeldspieler in der Barclays Premier League. Es gibt viele Spieler, bei denen man sagen könnte, ah, das ist eigentlich ein Stürmer. Aber dazu gleich mehr. Zunächst aber, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. 1500 Likes wären richtig, richtig geil, wäre eine großartige Unterstützung eurerseits für mich. Das ist das einzige Feedback, was ihr mir so wirklich geben könnt. Und wenn wir 1500 schaffen, dann zeigt mir das. Ja, das ist alles so wunderbar. Schreibt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare zu den Spielern. Wer glaubt ihr, könnte ins Team of the Season reinkommen? Wer ist eurer Meinung nach falsch in meiner Prediction und wer sollte eher dafür rein? Schreibt auf jeden Fall rein, das ist der Austausch, den wir miteinander haben können. Und ich denke mal, das wäre auch ein guter Meinungsaustausch, denn man kann verschiedener Meinung sein und gerade in der Premier League ist es sehr schwierig, weil es sehr viele gute zentrale Mittelfeldspieler oder linke Mittelfeldspieler oder rechte Mittelfeldspieler gibt, wie ich bereits erwähnt habe. Wir fangen an mit dem zentralen Mittelfeld und zwar mit der defensiven Variante, beziehungsweise das defensiv, nicht wirklich defensiv, aber wir kommen einfach zu den beiden zentralen Mittelfeldspielern und zwar sind das Angel Di Maria und Santi Cazorla. Das sind meine beiden Risikovarianten. Ja, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die da rein könnten. Keine Sorge, auf der Bank sitzt auch noch einer, dazu kommen wir aber gleich natürlich noch, der das niedrigste Rating von den dreien. Cazorla mit einer sehr starken Saison ist extrem wichtig für Arsenal, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler in den letzten Spielen ZM gespielt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Team of the Season ZM wird. Ich glaube es aber noch nicht so wirklich, eher ZOM. Und dann mit dem 91er Rating hat zwei Informs bisher gehabt und er sieht richtig stark aus als Karte. Ich glaube, EA könnte ihn wählen. Es gibt aber halt noch andere Kandidaten. Di Maria auf der anderen Seite ist meiner Meinung nach nicht so stark gewesen diese Saison, aber die Statistik liest sich halt trotzdem relativ gut. Und er hat ein Team of the Year gehabt, der hat eine Inform gehabt am Anfang des Jahres. Er ist auch so ein bisschen wieder die Risikovariante, einfach weil er ein Team of the Year hatte und weil Manchester United so weit oben steht. Und ich außer im Sturm eventuell noch keine andere Variante mehr für United sehen würde. Und deswegen ist er meiner Meinung nach ein Kandidat, der zwar nicht so populär ist, sondern relativ unpopulär, den da reinzusetzen. Aber es wäre halt EA-typisch, weil es ist ein Moneymaker, ja, 93er-Rating. Und dementsprechend wäre das gar nicht so unwahrscheinlich, wenn auch vielleicht nicht ganz verdient, weil es andere Spieler gibt. Ich werde mal kurz auflisten, wen ich jetzt nicht reingetan habe. Kreuze ich mich, aber so ist es nun mal. Ich habe ausgelassen Philippe Coutinho, ja, der ist nicht drin, hat nur 4 Tore, 4 Vorlagen, war doch, wenn er enorm wichtig ist für das Spiel. Man muss auch ein bisschen auf die Statistik achten. Jordan Henderson habe ich auch ausgelassen. Das könnte daran liegen, dass er meiner Meinung nach eventuell ins Team of the Season Most Consistent reinkommt. Der hat ein Upgrade bekommen, keine Inform. Das könnte für ihn so ein bisschen das Tor zu dieser Welt sein. Dazu habe ich rausgelassen Christian Eriksen. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ob das mit den Toren oder die Leistung der Spurs, ob die reicht für ein Team of the Season. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Könnte aber auch sein, dass er reinkommt für Di Maria oder Santi Cazorla. Ich habe außerdem Yannick Bolasi außen gelassen. Den habe ich relativ oft gelesen, auch in den Predictions, die ich mir so angeguckt habe. Aber der hat mir noch nicht so krass gespielt, dass er ins Team of the Season rein müsste. Ich habe zudem auch noch einen Fabregas draußen gelassen. Der ist bei mir auch im Most Consistent. Es sind relativ schwierige Entscheidungen, wie bereits gesagt. Aber das sind so die Spieler, die ich jetzt erstmal mir spontan einfallen, die ich ausgelassen habe, die eventuell reinkommen könnten. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden, aber schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung rein. Sollten eventuell andere rein, als ich jetzt hier gemacht habe, oder seid ihr der gleichen Meinung? Wir kommen jetzt erstmal zu den Flügelspielern und auch da ist es relativ schwierig. Ich habe mich jetzt entschieden, einmal für David Silva und auf der anderen Seite, was heißt auf der anderen Seite, genauso auf der gleichen Seite, für Eden Hazard. Beide sehr, sehr stark. David Silva eventuell der beste Spieler bei City diese Saison, zumindest abgesehen von Aguero, jetzt mal der konstanteste im Mittelfeld, immer dabei, immer mal für ein Tor gut und das als Mittelfeldspieler dazu, noch mit vielen Vorlagen und es ist das Traurige, er hat die meiste Zeit linkes Mittelfeld gespielt, weswegen wir ihn wahrscheinlich, wenn dann, als linken Mittelfeldspieler bekommen werden. City ist momentan Zweiter oder Dritter, ich bin mir gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall nicht mehr ganz oben dabei. Ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob er überhaupt ein Team of the Season bekommt. Es könnte aber gut sein, einfach weil er so wichtig ist für das Spiel von City. Er hat 5 Vorlagen gemacht, 11 Tore. Das könnte reichen für Mittelfeldspieler. Es sind immerhin 3 Torvorlagen mehr und dazu noch 2 Tore mehr als beispielsweise ein Christian Eriksen. Und gerade weil er bei City spielt, die so weit oben stehen, könnte das durchaus sein. Hazard auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Auch er ist vielleicht, okay, er ist eigentlich nicht so risikoreich, weil er hat halt keinen Inform gehabt, aber seine Werte sind halt einfach
bombastisch. Er hat 12 Tore, 11 Vorlagen in 31 Spielen. Er steht mit Chelsea ganz, ganz weit oben in der Tabelle und zwar auf Tabellenplatz 1 und das vollkommen zu Recht. Er macht eigentlich in jedem Spiel irgendwas. Er hat fast in jedem Spiel irgendwie einen Scorerpunkt. Und von daher ist es relativ hart, den da rauszukicken. Und ich glaube mal, dass Hazard auf der linken Seite fast schon gesetzter ist noch als David Silva. Das Ding ist halt, ich würde mir Silva gerne als zentraloffensive Option wünschen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen kommen wir jetzt zu den beiden Ersatzspielern. Also die beiden Karten sehen natürlich bombastisch aus, wenn man sich Hazard mal anguckt mit dem 94er Rating, 93 Tempo, 97 Dribbling, 88 Shooting, 90 Passen. Das wäre mega geil. Geiler noch, wenn er Informs gehabt hätte, weil dann wären die Werte noch ein bisschen gepusht. Aber auch so richtig, richtig stark. Und wie gesagt, wir kommen jetzt zu den Ersatzspielern. Und auch die Ersatzspieler sind relativ schwierig. Beziehungsweise der eine nicht so, der andere, ich weiß ja nicht. Wobei, eigentlich weiß ich schon. Aber da ist wieder David Silva riskant. Aber David Silva ist in der Startelf wegen dem höheren Rating. Wir kommen erstmal zu Nemanja Matic und Alexis Sanchez. Nemanja Matic, der mit beste Sechser der Liga. Ich würde fast schon sagen, der beste Sechser. Touré lässt langsam ein bisschen nach. Er wird älter, auch wenn er seiner Klasse nichts abtut. Er ist immer noch ein wunderbarer Spieler, ein bombastischer Spieler. Hat während des Afrika-Cups natürlich ein bisschen ausgesetzt. War da nicht zur Verfügung für Manchester City. Hat trotzdem immerhin 8 Tore gemacht. Ist dieses Jahr nicht ganz so stark wie letzte Saison. Nur eine Vorlage steht für ihn zu Buche. Und ich könnte mir vorstellen, dass da in dem Nemanja Matic ihn überflügelt, was daran liegt, dass der Junge defensiv einfach eine absolute Granate ist. Bei Chelsea kommt da eine ganz andere Routine rein. Die spielen viel besser, wenn Matic dabei ist. Und wenn Matic fehlt, dann ist das Ganze immer ein bisschen ungeordnet. Die haben gute zentrale Mittelfeldspieler, die den auch ersetzen können. Aber nicht so gut wie Matic. Meiner Meinung nach einer der unterbewertetsten und besten Spieler überhaupt. Nicht nur in der Premier League, sondern auch auf der Welt. Und zentral eine absolute Waffe. Denn der ist riesengroß, der gewinnt die Zweikämpfe. Der kann auch noch Pässe spielen, der kann in Notfall noch mal schießen. Hier erinnert euch eventuell an das Tor, das zum Tor des Jahres der FIFA gezählt hat, mal bei Benfica, da war das damals noch. Er hat zwar nur 2 Vorlagen und ein Tor gemacht diese Saison, aber trotzdem ist er meiner Meinung nach relativ wahrscheinlich im Team of the Season mit dabei. Eventuell auch Most Consistent bei ihm und Fabregas, bin ich mir nicht ganz sicher, wer von den beiden ins Most Consistent kommt, ob beide ins Most Consistent kommen oder so. Ich hoffe einfach, dass ein Team auf die Season reinkommt, weil die Werte halt einfach mega, mega krass und die Karte sehr, 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 sehr geil aussehen würde. Und Sanchez auf der anderen Seite, ja, Arsenal sind ja immer Vierter am Ende der Saison. Mal sehen, ob sie dieses Jahr genauso werden. Sie haben sehr viele Verletzte gehabt, beziehungsweise mittlerweile keinen Verletzten, glaube ich, mehr. Es war am Anfang der Saison kritisch. Mittlerweile sind sie relativ weit oben. Ich muss gerade mal kurz nachgucken. Ich bin nämlich gerade nicht ganz sicher, wo sie stehen. Auf jeden Fall hat Sanchez 14 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Das ist sehr beeindruckend für einen linken Flügelspieler, der Dritte in diesem Team. Ja, es geht halt nun mal einfach nicht anders. Ich weiß nicht, wieso es so viele linke Flügelspieler gibt, aber er spielt halt nun mal meistens links. Deswegen auch linke Seite. Ja, genau, Arsenal ist Zweiter. Mittlerweile City durch die Niederlage gegen United sogar abgerutscht auf Rang 4. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Team of the Season reinkommt. Wie gesagt, David Silva ist hier die wohl vageste Variante, die ich reingepackt habe. Sanchez ist nochmal wahrscheinlicher. Und die Karte, Leute, ey, wie sähe die denn bitte aus? Das wäre unnormal. 93 Shooting, 93 Tempo, 95 Dribbling, 86 Passen. Eieieiei, das wäre einfach nur bombastisch. Wir werden sehen, was passiert. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir rein, welche Spieler eurer Meinung nach fehlen bzw. unbedingt rein müssen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder. Dann geht's zu den Stürmern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alter, rast doch mal hier rum. Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ciao.